begrüße ich euch herzlich zum Statement vor der Sondersitzung der Fraktion Die Linke zur Vorbereitung der Beratungen und Abstimmungen des Bundestages zum sogenannten dritten Hilfspaket für Griechenland. Der Fraktionsvorstand hat gerade darüber noch mal getagt und Gregor Gysi hat das Wort. Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren. Das ist schon außergewöhnlich, dass in der Sommerpause des Bundestages zwei Sondersitzungen anberaumt werden müssen. Es war auch notwendig, aber Sie wissen, Sondersitzungen sind auch ziemlich teuer. Wir werden da alle durch müssen. Wobei ich wieder sage, dass andere Sachen nicht gemacht wurden, zum Beispiel eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses zur Lage in der Türkei, im Zusammenhang mit den Kurdinnen und Kurden und der PKK, auch nicht zur Flüchtlingssituation etc. Also ich meine, wir müssen da als Parlament flexibler werden, auch übrigens darüber nachdenken, es gibt auch in Zukunft wahrscheinlich keine zwei Monate ohne Politik. Sie wissen, es gab ja mal Gerichtsferien, die sind abgeschafft worden, weil man gesagt hat, das ist so alles nicht zu bewerkstelligen. Ich sage das nur mal als so eine Formfrage, ganz interessant. Wir werden darüber für die Zukunft nachdenken müssen. Aber zum eigentlichen Thema. Ich will natürlich auch noch kurz zu anderen außenpolitischen Themen Stellung nehmen. Das Erste, was schon ein gewaltiger politischer Angriff war, das war der Angriff auf das Online-System oder besser gesagt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Netzwerk.org, Netzpolitik.org. Ich kann Ihnen auch sagen, warum das ein schwerwiegender politischer Angriff war, weil die Anzeige des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bevor sie erstattet wurde, schon bekannt war dem Bundeskanzleramt und dem Bundesinnenministerium. Damit war die Politik einbezogen und hat das Ganze befürwortet. Sie hätten es ja verhindern können. Außerdem hat das Bundesamt für Verfassungsschutz und damit auch der Generalbundesanwalt eine völlig neue Rechtsauffassung entwickelt, dass nämlich der vermeintlich Geschädigte, also das Bundesamt selbst, das Gutachten macht über die Frage, was Staatsgeheimnisse sind und was nicht. Sowas gibt es eigentlich in der Justiz gar nicht. Ich meine, sonst kann ja die Geschädigten einer Körperverletzung auch immer die Höhe des Schmerzensgeldes bestimmen. Also da sagt man immer, dass andere Sachverständige das zu beurteilen haben. Nur beim Verfassungsschutz war es der Anzeigende selbst, der das Gefälligkeitsgutachten dafür geliefert hat. Äußerst bedenklich. Und das Wissen des Bundeskanzleramtes und des Bundesinnenministeriums noch bedenklicher, dass sie nicht dagegen vorgegangen sind, sondern das Ganze zugelassen haben. Und ich glaube, mit dem Bauernopfer, nämlich den Generalbundesanwalt in den Ruhestand zu versetzen, ist das Problem noch keinesfalls gelöst. Hier ist dringend Aufklärung erforderlich. Das Zweite, was ich Ihnen sagen will, ist, was ich mit großer Sorge sehe, ist die Bombardierung der PKK durch die Türkei, sowohl in Syrien als auch im Irak. Mal ganz abgesehen davon, dass die Souveränität beider Staaten verletzt wird, geht es mir um etwas anderes. Seit Jahrzehnten werden die Kurdinnen und Kurden in der Türkei kulturell, sozial und auch strafrechtlich unterdrückt und verfolgt. Endlich wurde ein Friedensprozess eingeleitet. Und die PKK ist doch entstanden wegen der Unterdrückung der Kurdinnen und Kurden. Ich sage nicht, dass sie fehlerfrei ist, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Aber Erdogan ist viel mächtiger, er ist viel stärker. Er hat die Bomben und kein anderer. Und er hat die Hauptverantwortung für einen Friedensprozess. Und seine Fehler sind viel schwerwiegender. Was ich genauso schlimm finde, ist, dass die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von uns bestätigen musste, dass laut Erkenntnissen des BND die Türkei permanent den Islamischen Staat unterstützt. Die PKK ist aber eines der wichtigsten Teile im Kampf gegen den terroristischen Islamischen Staat. Ja, was denn nun? Die Türkei ist Mitglied der NATO. Was haben denn jetzt eigentlich die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland dagegen getan, dass die Türkei den Islamischen Staat unterstützt? Und jetzt noch diese Bombardierung. Ich halte das für eine Katastrophe, weil der Friedensprozess so wichtig war. Der zeigt ja auch vorsichtige erste Ergebnisse. Und nun gibt es natürlich auch wieder in der PKK einen Teil, der will jetzt die Konfrontation, der andere nicht, wie das dann immer ist, wenn eine solche Situation entsteht. Ich finde das höchst bedauerlich. Wenn wir da irgendwas vermitteln könnten, um den Friedensprozess wieder einzuleiten, wäre es wichtig. Außerdem glaube ich, dass Erdogan alle Koalitionsverhandlungen natürlich scheitern lässt, damit es zu Neuwahlen kommt, weil er sich einbildet, dann wieder die absolute Mehrheit zu erreichen, was auch eine Katastrophe wäre. Das Dritte, wozu ich etwas sagen will, das sind die Flüchtlinge. Die Problematik wächst. Sie nimmt zu. Ich möchte gerne vier Forderungen stellen. Die
Die erste Forderung ist, dass selbstverständlich das Leben jedes Flüchtlings gerettet werden muss im Mittelmeer. Das muss einfach absolut sicher werden. Dazu brauchen wir auch legale Wege. Meine zweite Forderung: Wir müssen alle Flüchtlinge anständig behandeln und anständig unterbringen und die Kommunen endlich entlasten. Die müssen raus aus ihrer Überforderungssituation. Der Bund muss dafür die Mittel zur Verfügung stellen. Meine dritte Forderung: Ich möchte Gerechtigkeit in der EU, aber nicht, indem ich sage, die Flüchtlinge sind so oder so aufzuteilen. Ich meine, das sind Menschen, das dürfen wir nicht vergessen. Sondern indem wir sagen, dass nach einem bestimmten Schlüssel die Kosten innerhalb der Europäischen Union verteilt werden. Das wäre auch gerecht. Und meine vierte Forderung: Es gibt Weltprobleme wie Hunger, Elend und Krieg. Es gibt verfolgte Minderheiten wie Sinti und Roma. Es gibt vieles andere. Es gibt Rassismus. Wenn wir jetzt nicht ernsthaft anfangen, die Weltprobleme zu lösen, werden sie jeden Tag verschärfter auf uns zukommen. Es gibt kein isoliertes Europa. Das Ganze ist eine Illusion. Und deshalb meine ich, dass es höchste Zeit wird, Konflikt vorbeugen, Hunger vermeiden, Elend vermeiden, antirassistisch und auch im Interesse kleinerer Nationen die Menschheit zu verändern. Und wenn wir das nicht machen, werden wir das Problem nie lösen. Und wenn er dem sehr ernsthaft glaubt, er kriegt es gelöst, wenn er statt Taschengeld Gutscheine ausgibt, dann hat er noch nie mit einem Flüchtling gesprochen. Der kennt die Situation überhaupt nicht. Und nun komme ich zur Eurokrise und damit auch zu Griechenland und zum dritten Hilfspaket. Das dritte Hilfspaket hat einige Momente, worüber man sich ja freuen kann, dass jetzt endlich mal ernst gemacht wird mit der Bekämpfung von Korruption, Steuerhinterziehung und Steuerumgehung, dass es eine neue Bewertung der Immobilien geben soll, dass sogar bei der Einkommenssteuer an eine Erhöhung gedacht wird. Ich könnte auch noch ein paar andere Dinge aufzählen, aber dann sage ich Ihnen, was die Katastrophe ist. Die Katastrophe ist, dass die Abhängigkeit von der Troika noch verschärft wird. Das ist doch undenkbar. Sie müssen sich mal überlegen, die Regierung darf einen Gesetzentwurf nicht einmal in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich rede noch gar nicht vom Einbringen ins Parlament ohne Genehmigung der Troika. So etwas hat es überhaupt noch nicht gegeben. Das ist doch die Abschaffung der Demokratie. Dann darf die Regierung nicht einen Angestellten einer Bank entlassen ohne Genehmigung der Troika. Ich meine, das ist doch völlig unvorstellbar. Mir ist immer gesagt worden, ja, aber wenn man Kredite gibt, muss man ja auch bestimmte Bedingungen dafür setzen. Ja, man kann Bedingungen hinsichtlich der Rückzahlung setzen, aber die Regierung und das Parlament muss dann entscheiden, wie diese Bedingungen erfüllt werden. Hier passiert ja das absolute Gegenteil. Eine Katastrophe sind auch die weiteren Rentenkürzungen und die Mehrwertsteuererhöhung auf 23% auch für die Inseln. Und ich will Ihnen auch versuchen, das mal ganz ökonomisch, noch gar nicht sozial zu erklären. Griechenland lebt in erster Linie von der Binnenwirtschaft. Der Exporteinteil ist sehr gering. Wenn ich Renten kürze, wie früher auch schon Löhne und so weiter, das bleibt ja alles, dann reduziere ich die Kaufkraft. Wenn ich für die gesamte Bevölkerung, für alle Verbraucherinnen und Verbraucher die Mehrwertsteuer erhöhe, dann reduziere ich die Kaufkraft. Wenn ich die Kaufkraft reduziere, schwäche ich die Binnenwirtschaft. Wenn ich die Binnenwirtschaft schwäche, habe ich geringere Steuereinnahmen. Wenn ich geringere Steuereinnahmen habe, könnt ihr nicht zurückzahlen und nicht investieren. Erklären Sie mir mal die Logik. Ich komme noch zu etwas. Und ich will jetzt gar nicht weiter im Einzelnen darauf eingehen, dazu habe ich ja morgen noch die Gelegenheit im Bundestag. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin also wirklich entsetzt, wie auch gegen die Interessen unserer eigenen Bevölkerung gehandelt wird. Dann auf eins will ich auch noch hinweisen. Bisher hat Deutschland an Griechenland keinen einzigen Euro bezahlt. Allerdings hat die Bundesregierung gegen unseren Willen unterschrieben, für 27% aller Schulden zu haften. Das gilt natürlich jetzt auch für die neuen 85 Milliarden Euro. Immer für 27%. Das gilt auch bei Irland, bei Spanien, bei Portugal, bei Zypern. Jetzt beginnt meine Logik. Wenn also ich diese Länder abbaue, wenn die zahlungsunfähig werden, dann haften wir ja, wenn sie pleite sind, mit den 27%. Wenn ich sie aufbaute, also das Gegenteil machte, dann ginge es den Menschen dort besser, und wir kämen aus unserer Verpflichtung heraus. Ich begreife die gar nicht.
begreift gar nicht, was in den Köpfen los ist. Dieser Wille, die Länder kaputt zu machen, statt das Gegenteil zu erreichen. Und es gibt eben nicht dieses scheinbare falsche Interesse, was eine stark bebilderte Zeitung immer wieder unter die Bevölkerung mischt, nach dem Motto, wenn wir die Griechen abhängen und fallen lassen, dann geht es uns besser. Abgesehen davon, dass ich das sowieso nicht will, weil ich will keine Massenarbeitslosigkeit, ich will keinen Hunger, ich will keine Verelendung, ich will keine Suppenküchen, auch nicht in Griechenland, nirgendwo will ich das. Aber abgesehen davon geht es uns dann schlechter. Dann müssen wir die 27% bezahlen. Also mit anderen Worten, ich begreife die Logik nicht. Wir werden jetzt in der Fraktion darüber diskutieren, wie wir uns verhalten. Wir sind mit der griechischen Bevölkerung zweifellos solidarisch, das bleiben wir auch. Übrigens gilt das auch für den griechischen Ministerpräsidenten, den ich ja ganz gut kenne. Und ich weiß auch, in welch extrem schwieriger Situation er ist. Das ist alles gar nicht die Frage. Aber wir stimmen hier nicht über das griechische Verhalten ab, sondern über das Verhalten der Bundesregierung. Und deshalb werde ich versuchen, Sie zu überzeugen, mit Nein zu stimmen. Aber es wird vielleicht auch Enthaltung geben. Wir werden das sehen. Ich sage Ihnen das gerne wieder am Ende der Sitzung. Wir werden in aller Ruhe darüber diskutieren. Was ich mir kaum vorstellen kann, ist eine Ja-Stimme. Also mit anderen Worten, es wird von uns ein Nein und vielleicht auch in einigen Fällen eine Enthaltung geben. Aber das macht nichts. Das Signal muss an die Bundesregierung gehen. Und ich will eine Frage gleich beantworten, die mir wieder gestellt wird. Wenn es nur auf unsere Stimmen ankäme im Bundestag, würden wir dann verhindern, dass... Und dann sage ich Ihnen, wenn es auf unsere Stimmen ankäme, hätte Schäuble mit uns verhandeln müssen und dann sähe das Ergebnis anders aus. Vielen Dank, Herr Das würde ich sogar gerne machen, aber er verhandelt ja nicht mit mir, weil er unsere Stimmen nicht braucht. Gibt es Fragen? Herr Künast. Wünschen Sie sich denn, dass die anderen Fraktionen Ja sagen? Weil wenn der Bundestag insgesamt Nein sagt, ist ja die Solidarität mit Herrn Tsipras, die Sie gerade beschworen haben, am Ende. Also wünschen Sie sich, dass die anderen Ja sagen, damit Sie Nein sagen? Ich wünsche das nicht, aber ich weiß es. Wenn ich wüsste, dass Sie mit Nein stimmen, säße Herr Schäuble schon bei uns. Und dann sähe das Ergebnis anders aus. Ich komme doch an den Realitäten nicht vorbei, genauso wenig wie Sie. Verlieren Sie aber eine Solidarität darzustellen, die eigentlich auf dem Ja der anderen beruht. Ist das nicht ein bisschen doppeldeutig, scheinheilig? Nein, die beruht nicht darauf, sondern ich nehme eine Realität zur Kenntnis. Im Gegenteil, wir helfen, weil wir sagen, wir kritisieren die Bundesregierung, was Herr Tsipras ausmacht, was auch andere in Griechenland machen und weil wir hier nicht über das Verhalten Griechenlands abstimmen, sondern über das Verhalten Deutschlands. Ich muss Ihnen das auch klipp und klar sagen. Ich hätte übrigens gar nichts dagegen, wenn das scheiterte und dann neue Verhandlungen beginnen mit einem besseren Ergebnis, wo es die Aussicht besteht, natürlich nicht bei den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag. Und deshalb sage ich Ihnen noch mal etwas. Ich habe es schon einmal gesagt. In Griechenland säße ich an der Seite der Erpressten. Hier sitze ich auch an der Seite der Erpresser. Das ist ein Unterschied, ein deutlicher Unterschied. Und das wissen Sie auch. Die Bundesregierung ist die stärkste innerhalb der EU. Und es war doch auch schon interessant, dass selbst als die finnische Regierung schon zugestimmt hat, Herr Schäuble immer noch zögerte. Am längsten. Das sagt auch was über seine Haltung aus. Ich glaube, der meistgebrauchte Name im griechischen Parlament ist Schäuble und wir sollten darauf nicht stolz sein. Vielleicht noch ein Wort verlieren zur Diskussion? Ja, IWF finde ich ja nur spannend. Also der Internationale Währungsfonds, der hat natürlich einen schweren Nachteil. Wenn er Geld gibt, sind es viel höhere Zinsen, als wenn das Geld aus Europa kommt. Deshalb ist die griechische Regierung auch nicht so wahnsinnig daran interessiert. Aber Schäuble möchte unbedingt den IWF drin haben. Das hängt auch mit der Schuldenproblematik zusammen. Lasse ich mal alles weg. Aber nun sagt der IWF, nur wenn es auch hinsichtlich der Schulden eine Erleichterung für Griechenland gibt. Nun hat aber Schäuble immer die Erleichterung für Griechenland ausgeschlossen. Nun befindet sich Herr Schäuble in dem, was man einen Interessenkonflikt nennt. Auf der einen Seite will er den Internationalen Währungsfonds drin haben, auf der anderen Seite will er keine Schuldenerleichterung. Nun hat die Kanzlerin Merkel angedeutet, so wohin denn der Kompromiss gehen könnte und hat gesagt, man könnte ja die Rückzahlung strecken. Das heißt, dass sie mehr Zeit bekommen, um Darlehen zurückzuzahlen. Und zum Zweiten könnte man ja vielleicht auch hinsichtlich der Zinsen eine Stundung machen. Das wäre natürlich besonders wichtig, weil eine Stundung bei Zinsen erspart eine ganze Menge Geld im Laufe der nächsten Jahre. Nun warten wir das mal ab. Leider ist ja noch nichts beschlossen. Verstehen Sie, wir entscheiden jetzt darüber, dass man darüber nachdenkt. Viel besser wäre gewesen,
man hätte dort schon klare Optionen, dann natürlich auch hinsichtlich des Internationalen Währungsfonds. Das ist das eine. Wobei ich Ihnen sage, wir müssen uns nur danach richten, wie mit uns hinsichtlich der Reparation im Ersten Weltkrieg auf der Schuldenkonferenz 1952 umgegangen wurde. 37 Jahre hat man uns gestundet, die Zinsen. Außerdem gab es noch was, was Sie nur konsequent bei Griechenland ablehnen, nämlich einen Schuldenschnitt. Und dann wurde auch die Rückzahlung gestreckt. Und deshalb haben wir ja 92 Jahre an den Reparationen bezahlt, wenn ich mal daran erinnern darf. Die letzte Rate haben wir im Jahre 2010 überwiesen. Ich meine, das klingt schon alles absurd. Aber wir tun immer so, als ob wir die Vorbilder für die ganze Welt sind und vergessen immer, in welchen Situationen wir schon steckten. Aber ich will noch auf was anderes hinweisen, wonach Sie mich nicht gefragt haben, weil es ja Art der Politiker ist, immer auf Dinge zu antworten, nach denen sie nicht gefragt werden. Und zwar will ich auf die anderen Mittel hinweisen, die es ja 36 Milliarden in anderen Fonds in Europa gibt, worauf Griechenland sogar einen Anspruch hat. Das hat ja mit der heutigen Frage nichts zu tun. Das ist bis zum Jahre 2020. Diese 36 Milliarden könnten Sie endlich mal für Investitionen verwenden. Das wäre ja wichtig, damit da mal eine wirtschaftliche Entwicklung stattfinden kann. Wir brauchen dort doch Investitionen in Bildung, in Tourismus, in Schiffsindustrie und in die Solarenergie. Das wäre wirklich vernünftig. Na gut. Warum sind die bisher nicht in Anspruch genommen worden? Weil es immer eine Regelung gibt über die Höhe des Eigenanteils und Griechenland hat das Geld nicht, um den Eigenanteil zu erbringen. Wissen Sie, da musste ich trotz der Tragik ein bisschen grinsen, weil ich an unsere Kommunen denke. Seit Jahren plappere ich überall dasselbe Zeug, dass die ärmsten Kommunen nie an Fördermittel rankommen, weil sie immer die Eigenmittel nicht aufbringen können. Die reichen Kommunen können immer die Eigenmittel bezahlen und kommen deshalb an alle Fördermittel ran. Wir haben bis heute keine Lösung dafür gefunden in Deutschland. Na schön. Jetzt hat man aber gesagt, man will prüfen, doch den Eigenanteil zu senken, damit sie endlich an das Geld herankämen. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, reinzuschreiben, wir verzichten jetzt auf den Eigenanteil, damit Sie an das für Sie bereitliegende Geld kommen, um Investitionen zu machen? Wieso müssen wir das wieder so ewig lange prüfen? Sie haben das Geld nicht, um den Eigenanteil zu bezahlen, also müssen wir hier einen anderen Weg finden. So, jetzt habe ich aber genug beantwortet, auch nach den Dingen, die Sie mich nicht gefragt haben. Nun will ich Sie in Ruhe lassen. Vielen Dank.